Level 183. Unsicher. Gesichert. Niedrige Entitätenanzahl. Überlebensschwierigkeitsklasse 2. Level 183, auch bekannt als Clean Sewers von der IRHB, ist eine sehr große und ungewöhnlich saubere Kanalgalerie, die vollständig mit Poolfliesen bedeckt ist. Es wird teilweise von der Entität Not Water untergetaucht und ist sein häufigster Lebensraum. Nicht Water ist sauberer, frischem Wasser sehr ähnlich und ist die einzige Flüssigkeit, die in Level 183 gefunden wird. Seville hat natürliches Licht, das aus keiner sichtbaren Quelle kommt und besonders Licht aus großen Fenstern ähnelt. Die meisten Entitäten in Level 183 scheinen von Not Water infiziert zu sein. Häufig gefundene Kreaturen auf diesem Level sind extrem saubere Fälle von Albino-Todesratten, sowohl männliche als auch weibliche Deathmoths, obwohl die Weibchen harmlose Fälle von Entität 166 anstelle von Säure spucken. Jedes Stück Müll, das in diesem Level übrig bleibt, verschwindet, wenn es unbeobachtet bleibt. Dies gilt nicht für die Behälter wie Flaschen oder Schlüssel. Böden. Level 183 ist in Etagen unterteilt und jede Etage ist in kleinere Räume unterteilt, die durch Tunnel verbunden sind. Drei Etagen wurden bisher vollständig kartiert und die vierte ist in Arbeit. Alle Etagen sind etwa 4 Quadratkilometer im Umkreis und können jeweils bis zu 100 Räume haben, die durch kreisförmige und horizontale Tunnel miteinander verbunden sind. Der Weg zwischen den Etagen wird durch Betonwendeltreppen ermöglicht, die zufällig in das Level positioniert sind. Die Position jeder Treppe ändert sich, während die Wanderer nicht ansehen. Alle Böden sind beleuchtet, aber das Licht scheint keine Tunnel zu erreichen. Im ersten Stock landen Wanderer, wenn sie zum ersten Mal das Level betreten. Es ist auch dort, an dem die Basis der IRHB befindet. Dieser Boden hat keine Fälle von Notwater, sodass es völlig trocken ist. Andere Entitäten befinden sich darin. Im zweiten Stock können riesige Mengen an Notwater gefunden werden, da es teilweise davon untergetaucht ist. Die Luft in diesem Boden ist ständig feucht, was die Wände nass macht. Wasser tropft ständig von der Decke, auf dieser Etage sind Entitäten häufiger zu finden. Alle bekannten Etagen nach der zweiten sind völlig in Notwater getaucht und werden langsam vom IRHB erforscht und kartiert. Der dritte und vierte Stock scheinen den ersten architektonischen Mustern und Größen zu ähneln. IRHB, unabhängige Forscher des Hive-Verhaltens. Er gründet am 14.01. von Maria Beehive, Julia, im ersten Stock von Level 183. Die Basis hat derzeit 10 Forscher und 20 Entdecker. Die IRHB verhalten sich freundlich gegenüber allen Wanderern mit Ausnahme von MAC-Mitgliedern, denen sie sehr misstrauisch gegenüberstehen und nur freundlich handeln, wenn sie unbewaffnet sind. Die Basismitglieder werden sofort feindselig gegenüber jedem handeln, der nicht autorisierte Proben von Entität 166 oder von davon infizierten Entitäten trägt. Angriffe von der IRHB sind meist nicht tödlich. Sie wenden nur tödliche Gewalt gegen bewaffnete Wanderer ein, die eine Bedrohung für sie darstellen. Berichte zeigen, dass der Umfang von IRHB von Deathmoths bewacht wird, die mit Entität 166 infiziert sind. Die Basis ist sehr offen für Handel, wird sich aber feindselig verhalten, wenn sie nach Proben von Entität 166 fragen und suchen hauptsächlich nach elektronischen Schrott und Labormaterialien. Eingänge. Sie können durch eine verdächtige saubere Toilettenschüssel in jedem Level, die ein Badezimmer hat, dieses Level betreten. Diese Schüsseln sind selten, können aber am erfolgreichsten in aufeinanderfolgenden Toilettenkabinen gefunden werden. Ausgänge. Wenn Sie jede Art von Müll in Level 183 essen, werden Sie durch den Boden No-Clip und in Level 183.1 fallen, wenn Sie nicht von anderen Wanderern beobachtet werden. No-Clipping durch die Decke des ersten Stockes bringt Sie zurück zu dem Ort, in dem Sie hergekommen sind.